Hallo und herzlich willkommen im Welchen. In der heutigen Folge würde ich gerne erstmal die ganze Geschichte fertig bauen. Und mal gucken, wie weit wir kommen in der Folge. Ansonsten bauen wir nächste Folge noch. Und dann gehen wir mal wieder auf ein bisschen auf Entdeckungstour, die Insel entdecken. Und würde sagen, fangen wir gleich mal an. Axthammer, zack, und auf geht's. Heute mal ein bisschen mit Mucke. Ich hoffe mal, es gibt keine Probleme mit der J-Man. So, hacken wir erstmal ein paar Bäume. Habe ich hier überhaupt noch meinen Lockholder? Keine Ahnung, der wird hier schon irgendwo stehen, egal. Ich glaube, wie ich das hier sehe, sind Bäume wieder da. Coole Sache. Ich habe jetzt noch ein Update. Ich habe noch gar nicht geguckt, was alles jetzt neu ist. Soll dann in der nächsten Folge, werde ich kurz zuvor mal nachgucken, was es denn so Neues gibt. Damit ich es euch ja auch mitteilen kann, falls es jemand interessiert, was da so mit Forest passiert. Oh, wir haben schon wieder Hunger, krass. Naja, noch halten wir es aus. Komm, fall um. Bam! Und zack, in die Luft gefangen. Geil, an. Wir brauchen ja noch verdammt viel Scheiße. Da werden wir wohl die ganze Folge noch bauen. Aber ich denke mal, es wird knapp, das zu schaffen in der Folge. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Da liegt denn der Baum? Achso, hier drüben ist noch einer. Ich habe mich gerade gewundert, hä, wieso liegt denn der Baum hier? Aber hier drüben ist auch noch einer. Bei denen sind wir mal reingesprungen. Ich bin auch hier drüben. Ich könnte auch hier vorne weiter abbauen. Ich glaube, da sind wir schneller. Da habe ich nicht so viel Weg. Wenn die Bäume schon danach gewachsen sind, das können wir ja mal ausnutzen, ne? So, irgendwo muss da hier noch was liegen. Hä? War hier noch irgendwo einer? Aloe Vera. Was ist das? Stock. Ja, genau, hebt den Stock auf. Junge, nimm die Axt. Noch einen Stock. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Naja, scheiß auf den eben Baumstamm. Den werden wir später schon irgendwann finden. Na komm schon, jetzt ist mein Tisch. Oh, wie gibt's mir die Musik gerade? Ich erzähl gar nicht, weil ich die ganze Zeit Mucke höre. Jetzt irgendwie. Oh. Low Energy. Oh, es wird dunkel. Geht mal gut los. Folge fängt an und wird Nacht. Super! Oh, die wollen rein. Ah, scheiße. Die erstmal hier rein, dann können die erstmal nicht wegrollen. Dann brauchen wir noch die anderen von dem anderen Baum, wenn ich sie wiederfinde. Ich hab doch gerade Drehung geholt, oder nicht? Oder? Du so ein scheiß Stock. Junge, leg doch mal den Stock weg. Pass nur rein, wo noch kommt denn? Ich glaube mal mit dem Stock um. Ah, die trauen sich gar nicht bei der Mucke. Da kommen die gar nicht her. Haben die viel zu viel Schisse.
hier auch mal welche? Nö. Relativ ruhig jetzt. Mal gucken, wie es jetzt nachts wird. Vor allem nur gucken, dass ich wegen Essen und so. Geil, so viel kommen wir eigentlich gar nicht. Oh, hier vorne liegt einer. Die könnten das mal patchen, dass man, wenn man schnell schwimmen will, auch schnell schwimmen. Hä? Wo ist der Baumstamm hin? Scheiße. Ach doch, wir haben das. Hey, wir haben sogar zwei. Krass, da lang zwei im Wasser. Ich wundere, dass ich die ganze Zeit nicht finde, wenn die unter Wasser sind. Cool, jetzt haben wir schon 40 von 53. Läuft. Wo ist denn... Ach, das ist der überhaupt nicht mehr. Hier ist also der Halsstapel. Ich hasse das. Ich hab den so scheiße gebaut, mitten im Gesträuch. Ich suche den jedes Mal. Naja. Passt schon. Jetzt möchten wir aber langsam mal was phrasen. Ist schon mal was bei? Was ist denn das? Nee, haben wir nicht. Müssen wir mal rüber zum Haus. Dort haben wir ja ein bisschen was gebunkert. Ach, das Schwimmen, das geht mir auf den Sack. Zu langsam. Da können wir ein bisschen schneller schwimmen. Aber das macht er ja nicht. Ein bisschen schade. Oh, hier ist alles wieder gespawnt. Cool. Cloud. Ah, die Koffer sind immer noch offen. Scheiße. Zack. Sind wir wieder mit der Energie auch voll. Das ist sehr gut. Was trinken? Nö, geregnet hat's da nicht. Hinten sind sie doch schon wieder. Es ist dunkel. Nee, scheiße. Ich schlaf doch lieber. Dann sehe ich, wenn die kommen. Das macht mir doch schon ein bisschen Angst, ne? Zack. Ein wunderschönen guten Morgen! Bei mir ist es auch gerade morgen. Ist doch immer noch dunkel draußen. Ich komme gerade von Arbeit und dachte ich mir so, jetzt musst du mal eine Runde zocken. Forest hast du eine Weile nicht gespielt. Ich war in der Weile mit Far Cry beschäftigt. Und jetzt hast du wieder Bock. Hä? Jetzt nachgeschlafen, habe ich Hunger? Oh ne. Was soll denn das? Scheiße. Ich bin Durst. Es war gerade alles voll. Scheiße, ey. Sag du. Hätte ich brauchen gar nicht essen. Obwohl, du wärst vielleicht verreckt im Schlaf. Wissen ja, ob das geht. Hallo? Hallo? Keine Ahnung, können wir weitermachen. Hä, was war denn das jetzt? War das ein Tricep? Unterwegs Patrouille machen. Jetzt zu früh am Morgen ist noch relativ früh. Die schlafen gleich noch. Sind gleich Langschläfer. Man weiß es nicht. Einwohner scheinen keine Morgenmenschen zu sein. Bombet! Bam!
Nice, der hat aber viel abgeworfen. Das ist ein bisschen schade. Warte mal, das sind auch irgendwo Bären. Ich hab doch gerade irgendwo solche Bären gesehen, immer. Ne, die können wir nicht essen. Warte mal, vorne war noch mehr Sträucher. Mit Bären, glaube ich. Wo waren hier doch welche? Wo sind denn die? Können wir noch ein paar Bären essen, wenn wir welche finden? Oh, Seil. Nice. Auch wieder gespawnt. Oh, hier war da was. Ja, die können wir essen. Hier ist auch welche. Geil. Ja, sind wir fast wieder. Fast wieder satt. Durst? Hä? Die Bären füllen nur Durst ab. Wie cool ist denn das? Ob das so gewollt ist? Bin mir gar nicht sicher. So, weiter geht's mit unserem Workflow. Also mit Buckelspiel macht es übel Spaß. Doch, durch jede Folge dieselbe Mucke zu hören. Nur mal gucken, ob ich noch irgendwie noch andere Musik finde, die ich auch spielen kann. Hallo! Hat er Angst. Haben wir fast den Baum auf den Kopf gehauen, jetzt hat er Angst. Ja, verzieh dich. Verzieh dich. Oh, hinten rennt er. Ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen. Haha. Ich hoffe mal, dass die nie können schwimmen. Ey, das wäre so scheiße, wenn die Viecher schwimmen könnten. So, Hüfte gehen die ins Wasser, hab ich letztens gesehen. Aber weiter nicht, das ist ganz gut. Für uns natürlich. Hä? Pack das doch mal an, Junge. Geil! Ich bin gerade übel, die Musik macht mich gerade irgendwie übelst hüppelig. Die ganze Zeit eben die Füße so. Oh nice, jetzt fangen wir schon irgendwie Blätter an. Fett. Fangen wir mit Zweibaumstämmen nochmal. Geil, könnte man sogar fertig schaffen. Kuchal. Dann würde ich aber gesagt noch so ein Teil dahinter bauen, aber das lasse ich erstmal. Das bauen wir später mal. Weil das wäre schon ein bisschen klein. So ein Haus jetzt, das wäre ein bisschen klein. Nur diese eine Fläche da. Das sollte man schon noch eine dahinter bauen. Mal das geht noch hier was anzubauen. Chip, chip, chip. Boah, ein Wasservogel. Enten sind gar keine da. Letztens waren hier immer Enten. Da war ich mal so voll erschrocken, weil die so rumgeflattert sind, weil die so komische Geräusche machen. So, noch zweimal denke ich. Also das jetzt nochmal, dann nochmal vielleicht. Dann könnten wir es schaffen. Ach, hier sind sie doch. Gerade davon gerät und schon kommen sie ohne einen Stein rausgeschwommen. Na ihr lieben Enten, ich habe das nur für euch gebaut. Noch drei, oh Mann, schade. Vielleicht liegt da hier unten noch einer rum. Na ihr? Schade, noch Esel im Baumstamm. Na, den werden wir schon. Irgendwo wird schon noch einer rumliegen. Dann haben wir es geschafft. Krass. Dann haben wir schon noch gesagt, ja, nächste Folge, diese Folge schaffen wir es. Nee. Nächste Folge. Cool. Können wir eigentlich diese Folge noch einen Bauplan machen? Oder schaffen wir das? Ja. Können wir noch einen Bauplan machen für das nächste? Und dann gehen wir nächste Folge auf den Deckungstour nochmal eine Runde. Noch ein bisschen Nahrung suchen, ich meine, da können wir immer wieder was gebrauchen, bei Hasen oder sowas, wir haben noch zwei unterwegs. Fangen können.
denke mal, durch die Musik würde das knack, knack, knack gar nicht hören. Tschu. Komm, hier muss irgendwo noch einer sein. Oh, hier? Ah, scheiße, ist nur so ein... Kann man die essen? Nee. Schade, und da muss man noch mal umholzen. War da nicht gerade ein Einwohner? Nee, täuscht. Hella, sieht ruhig die Folge. Haben wir mal einen gesehen. Zwei, keine Ahnung wie viel das waren. Na gut, dann nachts den Typen mit der Lampe leuchten und dann den jetzt. Ansonsten war es eigentlich ruhig. Finde ich gut. Wo ist denn hier dieses Teil? Hier oben. Ah, hier unten sind noch zwei, krass! Ich muss unbedingt noch sammeln, hey. Ich hab schon nachts gar nicht gesehen, hier noch mehr. Hey, nur die zwei scheinbar. Und. Oh, cool. Rutsch. Ah, nee. Schon erst die Baumstämme. Bevor die spawnen oder was weiß ich, was damit passieren kann, vor dem Erdboden verschwinden. Locken wir die mal fix hier rein. Hey, hab ich nur Elan gedacht? Tatsächlich. Hä? Wieso hebt denn das denn nicht auf? Komm, hebt den mal auf. Was hat er denn jetzt? Jetzt, na endlich. Hä? Nein, nie aufnehmen. Weglegen. So, jetzt gucken wir uns das mal an, das Gebaute. Bin ja irgendwie bin ich schon ein bisschen gespannt. Der Entenscheid wird dir gefallen. Ja, dann gefällt es auch. Die fliegen gleich mal durch. Haben wir extra Luftlöcher gelassen, damit sie auch Luft kriegen. Damit sie durchgucken können. Kommen wir hier hoch. Läuft. Geil. Fertig gebaut. Ach, fetzt mir das. So. Müssen wir auf die Zeit gucken, weil die Mucke geht dann irgendwann hoch aus. So, müssen wir das hier irgendwie... irgendwie hier anpassen, scheiße. Mann, kann das wirklich. I'm here to ride it out, so baby settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, your doctor, yeah, have a little sip of this vodka. Let's get to the physical part of this examination, call me your proctor. So finish your time, she finish whenever you need. Turning you out while you're turning me on. Better than ever, you better believe, yes. Trying to go for broke, too much love. I'm gonna overdose, hey, I'm gonna put you to bed. Then I'm gonna leave you comatose, yeah. Take a walk with me, lean with it. Mit mir, watch. You give me the rhythm, bitch, I don't need no beat. Go ahead, let me off the leash. I'm a rip sheet, I'm a mid screen, so hop on top, it's kind of stripping me. I'm a hitter from the bed like a Tiffany. In my symphony, with no sympathy, you ain't here for me. You just wanna be a part of it when these fucking dudes make history. Like, man, scheiße. Komm, bau das doch mal nicht, Junge. Ah, von hier kann man sogar viel besser machen. Zack. Geil, zum Schwimmen kann man das auch machen. Hättest du jetzt auch schon so machen. Kann man das über Primer Style mal ein bisschen? Ich schon ein bisschen größer bauen. Ach so, nur. Ist jetzt nur eins weiter? Ist jetzt... Komm, wir machen das so. So we stop dropping, we roll play. She dressed up when I messed up. Anytime you want to just text up, and I'll be there whenever you need me. But there's something.
So, mal gucken, ob das was wird. So baby, you better be getting ready for the climax. Like, sun goes down, stars come out, and your light comes, cause we are now. Erst ist es breiter geworden. Mal gucken, wir müssen mal von oben angucken, wie es da aussieht. Wenn es passt, ach, noch so. Hier ist es doch ein bisschen, hä? Was ist denn hier passiert? Hinten passt. Was sind wir hier vorne? Das ist scheiße, da haben wir dann. So, weil da können wir dann. Scheiße, das ist ein Survival-Bucket neben Wasser. So ein Klobby. Hunger haben wir auch schon wieder. So, hoch mit dir, Yuri. So, Survival Box, zack. Plansch. Nein, nicht tauchen. Mach das gleich. So. Füße da raus. So. So, jetzt hier rüber. So. Gute Sachen. Hier machen wir erstmal Folge ein Ende. Oder? Komm. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Musik weiterkommt. Das sieht nach Alberto aus. Dann nehmen wir schon nebenbei ein bisschen YouTube laufen, weißt du? Okay, los geht's. Okay, los geht's. Heute war mal wieder einfach alles nur Scheiße. Egal ob schwarz, gelb, braun oder weiß. Hatten sechs kassiert, hatten nichts kapiert, nichts improvisiert. Hey, was soll's passieren? Papa, Mama, nur am Nörgeln. Bruder, Schwester, Mann, ich könnte euch würgen. Lasst mich einfach nur in Ruhe. Ich mach meine Tür zu, ich schließe ab. Tja, dieser Raum ist für euch tabu. Mann, jetzt bin ich ganz allein. Und nun? Das wird nicht so lang so sein. Was machst du? Ich schieb Call of Duty rein. Mann, ich spiel jetzt online. Denn Call of Duty Ghost ist jetzt am Start. In meinem Clan zock ich die ganze Nacht. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich hab 69 Kills und bin nur 13 Mal gestorben. Mir alles egal, denn ich spiel COD. Mir alles egal, denn ich spiel COD. Auch wenn ich morgen ja, Außenseiter. Machen die überhaupt noch was, ey? Ich hab da ewig im Reingeguckt bei den Außenseitern. Ich hab die früher übelst abgefeiert, aber dann ist es irgendwie. Seitdem die mit Außenseiter aufgehört haben, hab ich da nie wieder reingeguckt, weil mir das die komische Challenge-Kacke, das war mir irgendwie zu pippi. Hä, hey, das ist schon wieder so scheiße. Das ist schief. Kacke. Freunde, komm zu mir. Na egal. Mach das Folgenende. Nächste Folge bauen wir einen Bauplan. Und dann läuft das. Macht's gut. Alter, dieses Spiel macht süchtig. Es ist dafür berüchtigt. Und glaube, das ist richtig. Allein zu Haus und nur am Zocken.